diesem Video zeige ich euch meine liebsten Parfums aus dem Jahr 2022. Interesse? Dann bleibt dran! Hi ihr Lieben! Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Jasmin und ich quatsche unheimlich gerne über Parfums, Duftkerzen und Duftwachse. Im heutigen Video möchte ich euch meine Parfums zeigen aus dem Jahr 2022, zu denen ich am meisten gegriffen habe. Ja, man kann schon sagen, das sind quasi meine Parfum-Favoriten. Ich habe sie jetzt hier neben mir auf dem Tisch stehen. Ich habe zuerst die aufgestellt, die ich momentan im Herbst-Winter trage. Und dann zeige ich euch quasi im Anschluss die Düfte, die jetzt in meiner Parfumkiste standen. Das sind dann die Düfte, die ich so ja gerne im Frühling-Sommer trage, sage ich jetzt mal. Und wir schnacken nicht lange und legen sofort los. Der erste Duft, den ich euch zeigen möchte, ist eine Interpretation eines Duftes. Und zwar hätten wir hier Black Mask von High Concentrate von Parfüme.de. Dieser Duft hat sich inspirieren lassen durch Mask Noir von Narciso Rodriguez. Ich kenne natürlich den Duft von HC und kenne auch Mask Noir und kann sagen, dass der wirklich sehr stark in die Richtung Mask Noir geht. Oh, der ist so schön. Ihr habt in diesem Duft Pflaume, Leder und es ist wirklich ein Pflaumenlederduft. Der ist so wunderschön. Oh, so wunderschön. Ihr habt hier wirklich eine schöne, fruchtige Pflaumennote. Gemixt mit einer wunderschönen ledrigen Note. Und ich mag ledrige Noten in Düften manchmal ganz gerne. Ich mag auch Pflaume in Düften manchmal ganz gerne. Und hier wird quasi beides vereint. Und es ist so schön gemacht, wirklich sehr schön gemacht. Und wie ich eben schon sagte, kommt dieses Düftchen hier nah an Mask Noir heran. Also das muss ich schon sagen, ist wirklich sehr gut gemacht. Haltbarkeit finde ich sogar auf meiner Haut ein bisschen besser als beim Vorbild. Da kann ich mich absolut nicht beschweren. Black Mask von High Concentrate. Dann kommen wir zu meinem nächsten Duft. Das ist ein Duft von Parfume Paula und zwar die 0393 Soft Water. Als Inspiration diente hier von Maison Francisque Jeanne Gentle Fluidity Gold. Den habe ich euch auch schon mal in die Kamera gehalten und ihr wisst, dann denke ich dadurch auch, dass ich diesen Duft wirklich liebe. Ich kenne beide Düfte und finde, dass dieser Duft sehr nah an Gentle Fluidity Gold herankommt. Oh mein Gott, der ist so schön. Soft Water ist ein Vanilleduft, aber kein schwerer Vanilleduft. Das ist eher so ein frischerer, leicht würziger Vanilleduft. Hier ist Wacholderbeere mit drin, das riecht ihr auch. Also in diesem Duft schwingt schon viel Vanille mit. Aber ihr habt halt eben auch Wacholderbeere. Ihr habt was Frisches, was leicht Würziges. Es ist halt wirklich mal ein anderer Vanilleduft und ich finde den so schön. Und zudem habe ich letztes Jahr auch wirklich oft gegriffen. Und das ist für mich ein Duft, wo ich sagen muss, der geht für mich das ganze Jahr, weil er halt eben kein schwerer Vanilleduft ist. Er hat zwar was leicht Würziges, aber meiner Meinung nach eher leicht und er hat wirklich eine schöne Frische mit drin. Wunderschöner Duft, wirklich eine große Liebe von mir. 0393 Soft Water von Parfume Paula. Kommen wir nun zum nächsten Schätzchen und zwar Sharaf Oud von Swiss Arabian. Ja, den liebe ich total, den habe ich auch sehr oft genutzt letztes Jahr. Wie ich schon erwähnt habe, eine sehr gute Alternative zu Lancôme Oud Bouquet. Oh, meine Güte, der ist so schön. So wunderschön. Ach, ich liebe diesen Duft. Ihr habt in diesem Duft Praline, Oud, Rose, Safran und Vanille. Anfangs nach dem Aufsprühen kommt hier sehr stark das Oud durch und auch der Safran. Dann ist der Duft sehr holzig, würzig zu Beginn. Das legt sich aber auf der Haut sehr schnell. Auf der Haut werden Oud und Safran sehr schnell etwas weicher, vor allen Dingen die Safrannote. Dann kommt die Praline da irgendwann auch mehr durch. Der Duft erlangt mehr Süße. Und wenn der sich mal entwickelt hat, oh mein Gott, das ist so ein Traum. Dieser Duft ist so wunderschön, wie der Flakon meiner Meinung nach aussieht. Wenn der sich auf meiner Haut gesetzt hat, dann schnuppert Sharaf Oud für mich nach einem Praline-Oud-Duft mit einem Hauch Rose, einem Hauch Vanille und nur einem Müh Safran.
So ein schöner Duft und der hat Wumms. Meine Güte, das ist einer der stärksten Düfte, die ich habe. Ich sprühe den morgens mit ungefähr 4 Sprühern auf und ich rieche den Duft abends noch. Ich kann mich über die Performance nicht beschweren, was diesen Duft betrifft und auch generell über den Duft gar nicht. Ein wunderschöner Duft und wie schon erwähnt, eine sehr gute Alternative zu Lancôme Oud Bouquet. Sharaf Oud von Swiss Arabian. Der nächste Duft, zu dem ich letztes Jahr sehr oft gegriffen habe, Bois Doré von Van Cleef & Arpels. Da wisst ihr ja auch schon, dass ich diesen Duft vergöttere. Ich liebe ihn so sehr. Ach, der ist so wunderschön. So wunderschön. Bois Doré ist ein wunderschöner Tonkabohne-Duft. Ihr wisst, ich liebe Tonkabohne. Tonkabohne ist eine meiner liebsten Duftnoten. Ihr habt hier aber noch eine weiche, hellere Holznote dazu gemischt, ein bisschen Tabak, ein bisschen Mandel. Dann hat er noch mineralische Note gelistet und ich finde auch, das riecht man. Der hat sowas Mineralisches, Metallisches irgendwie. Also das haut euch jetzt nicht alles ins Gesicht, ja, was diese Note hat, aber man nimmt sie schon wahr, meiner Meinung nach. Aber vorrangig ist das für mich ein süß-cremiger Tonkabohne-Duft mit einer hellen, weichen, holzigen Note, einer weichen Tabaknote, einer weichen Mandelnote. Das ist für mich Bois Doré. Ich liebe diesen Duft wirklich sehr. Haltbarkeit kann ich mich auch nicht beschweren. Ich sprühe den morgens auf und rieche den nachmittags noch. Und ich sagte euch schon, das ist ein Wässerchen, das 140 Euro kostet, wenn es nicht im Angebot ist. Und die 140 Euro würde ich für diesen Duft definitiv bezahlen. Definitiv. Bois Doré von Van Cleef & Arpels. Zu dem nächsten Duft habe ich letztes Jahr auch sehr oft gegriffen. Und zwar ein Duft von Carolina Herrera. Good Girl Légère. Ich sagte euch schon, das reguläre Good Girl gefällt mir nicht. Aber den finde ich schön. Der ist so schön. Der ist wirklich so schön. Und ich finde auch auf der Haut ist der nochmal schöner als auf dem Duftstreifen oder am Zerstäuber. Ein wunderschöner Duft. Auf der Haut ist Good Girl Légère für mich eine sehr weiche Good Girl DNA, die aber cremig daherkommt, die auch mit, ich glaube sogar Ylang Ylang gemixt wurde. Dann habt ihr hier Dulce de Leche drin. Das ist sowas Milchig-Karamelliges. Das riecht ihr auch. Das hat man im ganzen Duftverlauf eigentlich. Wobei, ja, anfangs nicht ganz. Das kommt aber später definitiv hinzu, wenn sich der Duft entwickelt hat. Und der ist wirklich so wunderschön. Haltbarkeit auch super, kann ich mich nicht beschweren. Wenn ihr, so wie ich, den Good Girl zu penetrant findet, zu nervig und einfach nur dann schaut euch unbedingt mal den Good Girl Légère an. Der ist definitiv ganz anders. Ihr habt, wie gesagt, die weiche Good Girl DNA, aber es sind noch andere Noten beigemixt worden. Unter anderem auch Dulce de Leche, was eben so was Milchig-Karamelliges noch mit in diesen Duft reingibt. So ein wunderschöner Duft. Carolina Herrera, Good Girl Légère. Eine weitere Liebe von mir, die ich euch jetzt zeige, das wisst ihr mittlerweile auch schon, R.E.M. von Ariana Grande. Zu diesem Düftchen habe ich letztes Jahr wirklich sehr oft gegriffen. Ich habe ihn letztes Jahr eher im Frühling getragen und als es dann Richtung kühlen Herbst-Winter ging, habe ich mich dann entschieden, den trotzdem mal draußen stehen zu lassen, da ich ihn mal bei kaltem Wetter testen wollte und da finde ich den auch wunderschön. Deswegen habe ich letztes Jahr auch halt viel zu ihm gegriffen, weil ich ihn nicht nur im Frühling, sondern auch im Herbst-Winter getragen habe. Oh, so ein schöner Duft. So schön. Ihr habt hier in diesem Duft Lavendel. Es ist aber eine sehr weiche Lavendelnote. Die erschlägt euch nicht. Nichts Kratziges. Ich würde schon eher sagen, es ist eine süßliche Lavendelnote. Dann habt ihr hier C4 drin. Gourmandnoten, süße Noten, die da noch mitschwingen. Und ich meine, hier ist noch so eine salzige Note gelistet. Und das riecht ihr auch. Also es ist ein, ja doch schon süßer Lavendelduft. Mit C4, Gourmandnoten. Dann hat er noch so eine salzige Note mit drin, die da so leicht mitschwingt, was ich gut finde. Ich denke, die sorgt auch dafür, dass der Duft nicht zu pappe süß wird. So ein wunderschöner Duft. Und ich finde auch, dass der so ein bisschen was Kuscheliges hat, weswegen ich den ja jetzt im Herbst, Winter unbedingt tragen wollte. Eine große Liebe von mir.
R.E.M. von Ariana Grande. Der nächste Duft, zu dem ich letztes Jahr vermehrt gegriffen habe, ist Sea Intense 2021 von Giorgio Armani. Und ich meine, man sieht es ja auch, wie viel ich zu diesem Duft gegriffen habe. Man sieht ja hier, wie viel hier schon weg ist. Ja, ich muss ein bisschen mehr sprühen, aber davon wird der Flakon nicht so leer, sage ich jetzt mal. Also ich habe wirklich vermehrt zu ihm gegriffen letztes Jahr und ich liebe den so sehr. Ich habe euch ja schon erzählt, dass ich Armani C liebe. Die anderen Flanker davon mag ich nicht so, aber den finde ich toll. Ja, Armani C Intense, die neue Version, hat für mich so ein bisschen was von Punsch. Mein Mann sagt auch, der riecht so ein bisschen nach Punsch. Ich finde schon, er hat recht. Ihr habt hier in dem Duft auch nicht nur Johannisbeere, ihr habt ihr Johannisbeer-Sirup mit drin und das riecht ja auch. Dieser Duft hat, finde ich, so was Sirupartiges. Dann habt ihr hier Rose mit drin. Ich glaube, hier war noch ein bisschen Patchouli mit drin und Benzo. Und dieser Duft ist so fantastisch. Ihr habt hier die Sie-DNA definitiv, aber halt eben mit so was Sirupartigem durch den Johannisbeer-Sirup. Der wirkt nicht so frisch, sage ich mal, und verspielt wie Armani C. Der hier ist eher dunkler, erwachsener, ja, und sexy. Also ich muss sagen, Armani C finde ich jetzt nicht so sexy, sage ich jetzt mal, aber den hier schon. Eine große Liebe von mir. Armani C Intense 2021. Dann kommen wir zum nächsten Duft, zu dem ich letztes Jahr sehr oft gegriffen habe, und zwar La Nuit Trésor à la Folie. Da sagte ich ja schon, dass ich den Duft wirklich liebe. Und ich meine, schaut euch doch mal bitte diesen wunderschönen Flakon an. Ich bin kein Verpackungsopfer, das sagte ich schon mal. Aber die Düfte aus der La Nuit Trésor-Reihe, beziehungsweise die Flakons. Also da würde ich alleine schon nur wegen den Flakons gerne alle Düfte besitzen, die dann in meinem Parfumregal stehen. Aber nein, es sind ja auch Düfte dabei, die mir nicht so gefallen. Es gefallen mir zwei aus der Reihe, den anderen habe ich ja auch mit bei, den zeige ich euch nachher. Oh mein Gott, der Duft ist so wunderschön. Ja, er ist wunderschön. La Nuit Trésor à la Folie ist ein Vanilleduft. Ihr habt hier aber auch rote Johannisbeere mit drin. Muskat ist noch mit hier drin. Es kann auch sein, dass noch Tonkabohne mit drin ist. Ich weiß die Noten alle nicht aus dem Kopf. Aber der Duft ist wunderschön. Wunderschön. Für mich ist es ein pudriger, leicht cremiger Vanilleduft, der immer so einen Hint auf rote Johannisbeere dabei hat. Pfeffer hat er noch drin im Opening. Das nimmt man im Opening auch eher wahr. Im Duftverlauf tont sich diese Note runter und dann rieche ich die irgendwann eigentlich gar nicht mehr auf der Haut. Dann ist es für mich wirklich vorrangig so ein leicht pudriger, leicht cremiger Vanilleduft mit so einer leichten roten Johannisbeernote. Der ist so wunderschön. Für den habe ich auch schon einige Komplimente bekommen. Und auch die Performance ist wirklich gut. Kann ich nicht meckern. Den trage ich morgens auf und dann rieche ich den wirklich am späten Nachmittag noch. Eine große Liebe von mir. Soweit ich weiß, ist der discontinued worden. Das heißt, der wurde eingestellt. Ich verstehe nicht, wieso. So viele lieben den. Ich kann es nicht verstehen, wieso. Ich muss mal gucken, ob ich mir da jetzt noch einen kaufe als Backup, bevor es den überhaupt nicht mehr zu kaufen gibt. Nur zur Info halt für euch, dass der discontinued, also eingestellt worden ist. Dennoch eine große Liebe von mir, La Nuit Trésor à la Folie von Lancôme. So, dann zeige ich euch nun meine Düfte, die in meiner Parfumkiste standen, die im Frühling, Sommer wieder zum Einsatz kommen werden. Ich habe natürlich noch mehr, ich zeige euch jetzt nur die, zu denen ich letztes Jahr vermehrt gegriffen habe. Da hätte ich einmal einen Duft, den habe ich euch noch gar nicht gezeigt, von Asperias. Asperias lässt sich auch durch andere Düfte inspirieren. Und zwar hätten wir hier die Nummer, ich hoffe, ihr könnt das gleich lesen, 161. Ich hoffe, ihr könnt es lesen, ich komme mal noch ein bisschen näher ran. Dieser Duft wurde inspiriert durch Armani C, das Original Armani C. Ich hatte Armani C schon in meiner Sammlung. Ich liebe diesen Duft abgöttisch für den Frühling. Aber der hält auf meiner Haut nicht wirklich. Und Performance braucht man nicht drüber reden. Also auf meiner Haut mehr schlecht als recht. Egal ob Haltbarkeit oder Performance.
Und ich habe dann einige Inspirationen getestet dieses Duftes, in der Hoffnung, dass es einen gibt, der auf meiner Haut besser performt und eine bessere Haltbarkeit aufweist. Und das ist dieser hier. Asperias haben auch Extrait-Düfte, also Extrait de Parfum. Kein Eau de Parfum, sondern Extrait de Parfum. Und dieser Duft ist bombastisch. Bombastisch. Oh. Ja, die 161 von Asperias riecht verdammt nach Armani C, nach dem Original. Kommt unheimlich nah dran. Und was mir so gut gefällt, ist, dass dieser Duft besser performt als das Original und auf meiner Haut auch besser hält als das Original. Das Original, sagte ich ja schon, habe ich verkauft, weil es auf meiner Haut nicht sehr gut performt. Ja, und nachdem ich ein paar Inspirationen getestet habe, bin ich jetzt bei diesem hängen geblieben, weil der bombastisch getroffen ist und auf meiner Haut besser hält und besser performt. Eine große Liebe von mir, den werde ich mir auch definitiv nochmal nachkaufen. Asperias 161. Kommen wir nun zum nächsten Duft, und zwar Wanted Girl von Azzaro. Das ist dieser Flakon, der aussieht wie eine Handgranate. Und auch dieser Duft ist für mich eine Granate. Ich finde den so schön. Ach, der ist so schön. Ihr habt hier viel Orangenblüte drin. Ja, das sollte man schon mögen. Ich mag Orangenblüte nicht immer. Es kommt drauf an, aber hier liebe ich sie. Ihr habt hier Orangenblüte drin. Und ihr habt ja auch Dulce de Leche drin. Und diese Dulce de Leche Note, dieses milchig-karamellige, entwickelt sich auf der Haut auch sehr stark draus. Ne? Für mich riecht das dann nach so einem pudrigen, leicht milchig-cremigen Orangenblüte Dulce de Leche Duft. Ihr habt auch, meine ich, noch Ingwer im Opening. Den Ingwer nehmt ihr im Opening schon wahr, der ist dann schon sehr präsent, aber auch diese Note tont sich auf meiner Haut sehr stark runter und dann ist es irgendwann wirklich für mich vorrangig ein Orangenblüten-Dulce de Leche Duft. Der ist richtig schön. Und durch diese Dulce de Leche Note, die dann auch irgendwann doch recht präsent ist, finde ich, geht ja schon so ein bisschen in die Gourmand-Richtung. Ein wunderschöner Duft. Haltbarkeit, ja, ist in Ordnung, sagen wir es mal so. Wenn ich den aufsprühe, ja, so nach 5 Stunden ungefähr nehme ich ihn schon noch wahr, aber ist jetzt nicht mehr so bam in your face, wie er zu Beginn ist. Aber ein wunderschöner Duft. Ich liebe den unheimlich für den Frühling und den werde ich mir definitiv nochmal nachkaufen. Wanted Girl von Azzaro. Kommen wir zu meinem nächsten Schätzchen. In einem meiner letzten Parfum-Videos habe ich euch schon erzählt, dass ich diesen Duft habe. Und zwar Daisy Love von Marc Jacobs. Das ist das Original Daisy Love, das sagte ich ja schon, mit der weißen Blüte. Und ich liebe diesen Duft abgöttisch für den Frühling. Ich finde den so schön. Oh Gott, der ist so schön. Das ist für mich ein gute Laune-Duft. Ich finde den so schön. Ihr habt hier Maulbeere drin. Gänseblümchen ist drin. Ich meinte, Moschus war drin. Es kann sein, dass hier auch diese Treibholznote, irgend so was Holziges noch mit drin war. Ich bin von den Noten her nicht mehr ganz sicher. Ich blende es euch hier ein. Ein wunderschöner, fruchtiger Duft nach Maulbeere. Und dann schwingt da immer noch diese leichte Gänseblümchennote mit, diese florale Note. Der ist auch sehr süß, also schon fruchtig, aber auch süß. Ich finde, dass Daisy Love sowas, ich sag mal, leicht Zuckriges beinhaltet. Ein wunderschöner Duft. Das Einzige, was ich an diesem Duft sehr schade finde, ist die Performance, ja. Beziehungsweise auch die Haltbarkeit. Es ist, glaube ich, ich schaue mal nach, ich meine, das ist ein Eau de Toilette. Ja. Ich weiß nicht, ob das bei allen Daisy-Düften der Fall ist, aber das ist ein Eau de Toilette. Der hält halt nicht sehr lange auf meiner Haut, ne? Wenn ich mich mit dem einsprühe, nach 4-5 Stunden rieche ich ihn nicht mehr. Es kann natürlich sein, dass ich geruchsblind werde. Das kann natürlich sein, dass andere den halt noch wahrnehmen, nur ich nicht. Ich kann halt jetzt nur von meiner Erfahrung allgemein sprechen. Aber ich liebe Daisy Love unheimlich. Und gerade für den Frühling finde ich den so schön. Dieser Duft steht für mich für Frühling. Große Liebe werde ich mir definitiv nochmal nachkaufen. Daisy Love von Marc Jacobs. Kommen wir zu einem weiteren Duft, den ich letztes Jahr viel getragen habe. Ich trage ihn eigentlich nur im Sommer, habe aber letztes Jahr wirklich
sehr oft nach ihm gegriffen, weswegen er jetzt auch hier in meinen Jahresfavoriten mit drin ist. Und zwar Dolce & Gabbana Light Blue Intense. Das eigentliche Light Blue für die Damen mag ich gar nicht. Gefällt mir einfach nicht. Die Intense-Version finde ich richtig schön. So schön. Oh, der ist so schön und der entwickelt sich auf der Haut, finde ich, noch schöner, als er am Verstäuber riecht. Es ist ein Zitrusduft. Ich mag Zitrus nicht immer, selten, egal ob Parfum oder Raumdüfte, aber den finde ich so toll, gerade wenn es draußen im Sommer richtig heiß ist, ist sehr grandios. Es ist ein Zitrusduft mit grünem Apfel. Die grüne Apfelnote, finde ich, entwickelt sich aber auf der Haut eher raus, als jetzt so am Zerstäuber gerochen oder auf dem Duftstreifen. Und der hat Moschus mit drin. Und ich finde, entwickelt ist es für mich ein Zitrone, grüner Apfel, Moschusduft. Ich finde den richtig schön. Er hat auch noch florale Komponenten drin, die nehme ich auf meiner Haut jetzt nicht so wahr. Wie gesagt, für mich auf meiner Haut vorrangig ein Zitrone, grüner Apfel, Moschusduft. Und für heiße Tage ist der perfekt, weil er halt so was Zitrisches, Belebendes, Erfrischendes hat. Wirklich ein so schöner Duft. Und ich finde auch die Performance für einen zitrischen Duft gar nicht so schlecht. Denn es ist leider so, dass zitrische Düfte nicht so gut performen, wie jetzt zum Beispiel schwere orientalische Klopper. Aber die Performance von diesem Duft finde ich gar nicht so schlecht. Den sprühe ich morgens auf und ich habe den nach 5-6 Stunden immer noch in der Nase. Also da kann ich mich wirklich nicht beschweren. Große Liebe für den Sommer und werde ich mir auch definitiv nochmal nachkaufen. Light Blue Intense von Dolce & Gabbana. Kommen wir zum nächsten Duft, zu dem ich letztes Jahr oft gegriffen hatte. Und zwar Clean Reserve Radiant Nectar. Den finde ich so toll. Den habe ich durch eine Probe kennengelernt. Ich weiß nicht, entweder habe ich die Originalprobe bei eBay gekauft oder ich habe mir im Zug von Parfumo eine Abfüllung gekauft, eine kleine. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich den Duft gerochen und ich habe mich sofort verliebt. Am Zerstäuber rieche ich ihn jetzt nicht so, aber ich kenne den Duft ja. Es ist ein Birnenduft. Birne in Düften ist bei mir auch schwierig, aber hier liebe ich es einfach. Ihr habt hier Birne. Ich glaube, Moschus war auch noch hier drin. Der ist halt, ja, sehr birnig, sehr süß, aber auch aquatisch wässrig. Und der ist einfach nur wunderschön. Ich liebe den so arg. Für mich riecht dieser Duft nach einer süßen, frischen, aquatischen Birne mit so einer, ich sag mal, verwässerten, leichten Honignote, würde ich das jetzt beschreiben. Der ist unfassbar schön. Unfassbar schön. Und für mich ist es ein richtig schöner Duft für den Frühling und den Sommer. Also ich habe den Frühling und Sommer getragen. Der Flakon, den habe ich bei Parfumo gekauft. Also so viel habe ich da jetzt nicht benutzt. Der war schon gebraucht. Nicht, dass ihr hier denkt, ich hätte letztes Jahr im Sommer oder im Frühling nur diesen Duft getragen. Nein. Wie gesagt, ist gebraucht, wurde schon benutzt. Ja, ein wunderschöner, süßer, aquatischer, wässriger Birnenduft, der meiner Meinung nach sowas hat von einer verwässerten Honignote, die da noch so mitschwingt. Unfassbar schön. Und diese Birne hier drin, die ist so juicy und saftig. Ein wunderschöner Duft. Performance finde ich jetzt so, nala. Ja, also ich muss bei dem auch ein bisschen mehr sprühen, um recht gut wahrzunehmen. Und ich meine, auch nach 4-5 Stunden hat er sich für mich ausgeduftet. Kann natürlich, wie gesagt, auch sein, dass ich dann hier bei dem Schätzchen geruchsblind bin und andere ihn noch wahrnehmen. Ich nehme nach 4-5 Stunden nicht mehr wahr. Ich liebe ihn aber sehr und das ist definitiv auch ein Nachkaufkandidat für mich. Radiant Nectar von Clean Reserve. Der nächste Duft, zu dem ich letztes Jahr auch sehr oft gegriffen habe, weil er für mich auch ein Frühling- und Sommerduft ist, wäre Eros Pure Femme von Versace. Aber nicht das Eau de Parfum, sondern das Eau de Toilette. Der Flakon, ist der nicht schön? Dann hat er hier oben noch das Versace-Logo auf dem Deckel. Ja, es ist für mich ein wunderschöner Duft. Und auch ein wunderschöner Flakon. Ich liebe den. Das Eau de Parfum von Versace gefällt mir nicht so. Also dieses Eros Pur Femme Eau de Parfum mag ich nicht so. Das ist ein zitrisch-floraler Duft. Ist gar nicht so meins. Der hingegen schon. Der hat nämlich auch andere Noten. Ihr habt hier zwar auch Zitrisches mit drin. Ihr habt hier aber auch Himbeere mit drin.
Oh mein Gott, der ist so verdammt schön, dieser Duft. Habe ich durch eine Probe kennengelernt und habe mich sofort in den Duft verliebt. Direkt, ich habe den aufgesprüht und war verliebt. Und ich habe mir den auch direkt gekauft. Ja. Eros Pour Femme Eau de Toilette ist ein zitrischer Himbeerduft. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich meine, er hat auch noch florale Komponenten. Ich bin nicht sicher. Ich blende euch ja die Noten ein. Also falls die drin sein sollten, rieche ich die nicht wirklich. Ich glaube, Moschus könnte hier noch mit drin gewesen sein. Ja, der ist wunderschön. Ein richtig schöner, weicher, zitrischer Himbeerduft mit einer schönen, fruchtig-süßen Himbeernote. Und dann diese Zitrik, die da mitschwingt. Ich finde eh, Himbeere und Zitrik ist eine fantastische Kombination. Vor allen Dingen für den Frühling oder Sommer mag ich sowas unheimlich gerne. Und den Duft liebe ich sehr. Schade finde ich die Performance. Ich weiß jetzt nicht, wie es beim Eau de Parfum ist von der Performance, weil der Duft gefiel mir allgemein schon gar nicht, als ich den so gerochen habe. Deswegen habe ich den auch nicht getestet. Aber hier ist die Performance okay. Also wenn ich den aufsprühe, ja, so 4-5 Stunden habe ich dann Freude. Und das war's dann auch. Aber ich liebe den sehr. Ich werde mir den definitiv nochmal nachkaufen. Eros Pour Femme Eau de Toilette von Versace. Kommen wir zu meinem vorletzten Duft, den ich euch zeigen möchte. Und zwar ein Duft von Kenzo, World Power. Die anderen World-Dufte, die gefallen mir jetzt nicht so, aber der Kenzo World Power hatte mich wirklich sehr interessiert, weil er sehr interessante Noten hat. Hier ist unter anderem Tonkabohne drin und das ist eine der Hauptnoten. Ich glaube, hier sind eh nur drei gelistet, aber ich glaube, Tonkabohne ist die Hauptnote in diesem Duft, weswegen ich den unbedingt haben musste. Den habe ich mir sogar blind gekauft und ich bereue es nicht. Oh, der ist so fantastisch. Ihr habt hier als Duftnoten eine salzige Note, ich meine Zypresse und Tonkabohne. Und der Duft ist fantastisch für den Sommer. Ihr habt am Zerstäubern, vor allen Dingen auch wenn ihr den aufsprüht, eine unheimlich starke Salznote. Die Tonkabohne schwingt da eher unterschwellig und leise mit. Aber auf der Haut, oh mein Gott, auf der Haut ist der so schön. Auf meiner Haut entwickelt sich die Tonkabohne unheimlich stark daraus. Dann ist es für mich vorrangig ein cremiger Tonkabohne-Duft mit einem Twist durch die salzige Note hier drin. Eine richtig geile Kombination. Man kennt ja eigentlich solche salzigen Twists oft nur in Verbindung mit Vanille. Hier hat man diesen salzigen Twist aber mit Tonkabohne. Mmh. Mmh. Also, unfassbar schöner Duft. Wie gesagt, auf meiner Haut entwickelt. Viel cremige, süße Tonkabohne und dann der Twist durch diese salzige Note, die damit schwingt. Unfassbar schöner Duft und auch die Haltbarkeit. Kann ich mich nicht beklagen. Wenn ich den aufsprühe, bevor ich zur Arbeit fahre, rieche ich den nach meiner Schicht noch. Und da bin ich auch schon von einer Kollegin angesprochen worden. Oh, was ich da so Tolles trage, das riecht so schön. Ja, das war dieser Duft. Werde ich mir definitiv auch nochmal nachkaufen, da ich den so genial finde für den Sommer. Kenzo World Power. Dann kommen wir zu meinem letzten Duft und das ist der zweite La Nuit Trésor Duft, von dem ich vorhin gesprochen habe. Und zwar wäre das La Nuit Trésor Nude. Sieht so aus. Ist auch diese Diamantenform. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hat ja hier so einen, ich sag mal, Farbverlauf. Hier unten sieht das sehr milchig aus und nach oben wird das immer klarer. Und dann hat er diese rosane Schleife hier noch mit dran. Und auch die Flüssigkeit, schaut mal, wie dunkel die mittlerweile ist. Als ich den Duft gekauft hatte, war die noch recht hell. Ich liebe diesen Duft abgöttisch für den Sommer. Ihr habt hier Kokosnuss drin, Vanille habt ihr hier drin, Rose ist hier drin, Bergamotte, glaube ich, ist noch hier drin. Oh mein Gott, der ist so wunderschön. Der ist so wunderschön. Ihr habt zu Beginn schon eine recht starke Bergamotte. Die wird im Duftverlauf aber sehr schnell weich. Also ihr habt schon eine starke Bergamotte, ihr nehmt aber auch schon Kokos wahr, ihr nehmt auch die Vanille schon wahr. Aber eben gepaart mit einer relativ starken Bergamotte. Diese Bergamotte tont sich aber auf der Haut runter. Wenn der Duft sich auf meine Haut gesetzt hat, ist es für mich ein pudriger, cremiger Kokosnuss-Vanille-Duft mit einer weichen, ganz zarten Rose, die damit schwingt und einem Müh. Bergamotte, wirklich nur ein Müh. So ein wunderschöner Duft. Ich bin jetzt nicht sicher. Ich meine, La Nuit Trésor Nude ist ein Eau de Toilette. Aber die Performance und die Haltbarkeit, obwohl es ein Eau de Toilette ist, Bombe. Ich sprühe den auf,
auch so 4-5 Sprüher. Und ich habe den auch bestimmt 5-6 Stunden Minimum in der Nase. Also da kann ich mich echt nicht beklagen. Von dem bin ich auch schon auf Arbeit angesprochen worden von einer Kollegin. Die ist mir im Gang hinterhergelaufen und meinte, boah, du riechst so toll, du ziehst so eine schöne Wolke hinter dir her, wenn man hinter dir im Gang durchgeht. Was ist das denn? Ja, das war dieser Duft. Den liebe ich wirklich sehr und auch diesen Duft würde ich mir nachkaufen. La Nuit Trésor Nude von Lancôme. So, ihr Lieben, ihr habt jetzt gesehen, zu welchen Düften ich im Jahr 2022 am meisten gegriffen habe. Ihr dürft mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr gerne getragen habt. Letztes Jahr würde mich mal brennend interessieren. Vielleicht habe ich ja auch Düfte gezeigt, die ihr oft getragen habt letztes Jahr. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, das interessiert mich wirklich sehr. Ich wünsche euch nun einen sehr schönen Tag, schönes Wochenende, schönen Abend. Ich weiß ja nicht, wann ihr dieses Video sehen werdet. Ich sage Tschüss, Bye-bye und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.